Am Donnerstagnachmittag ist der Anbau des Hortes der Grundschule an der Elster offiziell eingeweiht worden. Das Trägerwerk Soziale Dienste hat darin rund 500.000 Euro investiert. In dem Pavillon befindet sich die Küche, der Speisesaal, die Sanitäreinrichtungen sowie ein Umkleidebereich. Der ebenfalls neu entstandene Verbindungsbau zwischen Hort und Pavillon dient nun als Eingang und zentrale Garderobe für die rund 130 Mädchen und Jungen.